Und da ich ja die verlorenen Götter, ein neuer Gott und alle Season Pass-Dinger habe, werden wir ein neues Spiel plus starten. In diesem Modus kannst du dein Spiel neu starten, behältst aber den Großteil deines Fortschritts. Du behältst deine Waffen, du behältst deine Ausrüstung, deine Reittiere und Flügel sowie deine Gesundheitspunkte, Ausdauer, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Segen. Tränke, Herstellungsmaterial und Verbesserungsobjekte nimmst du ebenfalls in dein neues Spiel mit. Und genau das tun wir jetzt. Ja, wir fangen neu an. So, und wir wollen ja eigentlich nur die ganzen Sachen nochmal gucken. Volle Regeneration in Konflikten, weißt du. Okay, wir spielen auf normal. Bezaubernde Hera, heilige Mutter, weise Athena, mächtiger Poseidon, Erderschütterer, treue Artemis, die nie ihr Ziel verfehlt und selbst das Herz eines Kolibris durchbohren könnte. Nichts als Schweine. Allesamt, ich kann dich sehen. Komm näher! Nichts hiervon ist deine Schuld. Du bist das Opfer, wie alle Sterblichen, erschaffen von Narrenhand. Zerbilder eines gesprungenen Spiegels. Siehe deine Götter. Diese hier tötete 6 Kinder, um ihre Wut zu stillen. Sie streiten, brennen vor Neid, betrügen, kämpfen, morden. Sie sind grausam, rachsüchtig, egoistisch. Und, wie die Verse des Achilleus, werden ihnen diese Schwächen zum Verhängnis. Mir sind solche Laster fremd. Der Rest ist gefallen. Nur einer steht noch zwischen mir und der Wiederherstellung des Olymps. Nur der übelste, arroganteste, engstirnigste, anmaßendste Sohn von Kronos, der mich unter die Erde verbannte. Der einzige wahre Zeus! Wie ich dich vermisst habe, Prometheus, liebster meiner Vetter. Du ließest mich hier festketten, wo ein Adler meine Leber frisst. Aus Liebe! Aha. Du brauchst Hilfe. Typhon ist frei. Du standest auf Seiten seiner Verbündeten, der Titanen. Überzeuge ihn aufzugeben. So einfach ist das nicht. Er blockiert sogar meine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Ich sehe nichts außer ihm. Na los. Strafe mich. Ich kann nicht. Er hat meinen Blitz. Er nahm mir alles. Selbst die anderen Götter sind weg. Geh zu den Sterblichen. Vergebens. Diese boshaften, dummen und geschmacklosen Parasiten wurden zu Stein verwandelt. Einer dieser Parasiten wird dir den königlichen Arsch retten. Ich lasse,
mir meinen hübschen Arsch höchstens küssen. Und Sterbliche werden nie was anderes sein als ein großer Fehler. Willst du darauf wetten? Wenn ich recht habe, war es wohl eher ein Segen, ihnen das Feuer zu bringen und ihr Überleben zu sichern. Findest du deine Strafe ungerecht? Sie ist etwas extrem. Lässt du dich darauf ein? Wenn du gewinnst, setze ich die Strafe aus und du bist frei. Doch, gewinne ich, hilfst du mir, Typhon aufzuhalten? Koste es, was es wolle. Also gut. Möge die Geschichte von Phoenix meine Erlösung sein! Oh nein, eine deiner Geschichten. Wie lange wird es diesmal... Die Geschichte beginnt auf dem Meer. Ein Schiff mit Soldaten kehrt von einer fernen Schlacht zurück. Doch ein plötzlich aufziehender Sturm trübt ihren Triumph. Die See wogt und wütet. Wellen türmen sich auf. Die Grenze zwischen Himmel und See verschwimmt. Die Gipfel der Wellenberge schlagen um und bilden Täler so tief wie der Tartaros. Du trägst aber ganz schön dick auf. Das ist Kunst, wie dem auch sei. Das Schiff hatte keine Chance. Am Morgen ging die Sonne über den wenigen Überlebenden auf. Dort unter den unbedeutenden Schildträgern gab es ein Menschenkind, das von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hat. Warte! Sag es nicht! Und damit herzlich willkommen zum Neustart von Phoenix, damit wir auch den Anfang der Quest mitbekommen werden. Wir werden allerdings bei Phoenix nichts ändern und sie genauso lassen, wie ich sie im ersten Durchlauf hatte. Da! Ich sehe sie ganz deutlich! Die geringste unter ihnen war eine Schildträgerin, die von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name! Phoenix! Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Und das wäre ja lächerlich. Obwohl, ich sollte das aufschreiben. Angespült an einer fremden Küste erwachte Phoenix. Nice. Bonusinhalt freigeschaltet. Herstellungszutaten wurden deinem Inventar hinzugefügt. So, und damit haben wir ein komplett neues Spiel vor uns. Alles liegt wieder im Nebel. Und ihr habt die Chance, die Geschichte von Phoenix noch einmal komplett von Anfang zu erleben. Allerdings im voll ausgerüsteten Modus diesmal. Götter und Monster. Lange zur Halle der Götter. Die wir ja jetzt noch nicht freigeschaltet haben. Und damit quasi noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen zu Immortals Phoenix Rising im nächsten Anlauf. Und wir haben natürlich damit die Möglichkeit, viele Quests auch einfach zu machen, die vorher extrem schwierig waren. Aber dieser Kampf in der letzten Folge, das war schon episch, oder?
Es war echt episch, Typhon gegen alle Götter kämpfen musste. Kann ich nur empfehlen, die letzte Folge. Wie Honig. Und der erste Frühlingstag und mein erster Kuss. Alles auf einmal. Zieht Phoenix sich jetzt auch Ambrosia rein? Prometheus! Angst, deine Wette zu verlieren, Zeus? Bitte! Sie kann eh nicht damit umgehen. Noch nicht. Oh, das ist so geil, dass jetzt diese ganzen Kommentare nochmal kommen. Genießt das einfach. Ich werde mal nicht ganz so viel kommentieren zwischendurch, damit so diese erste Folge richtig genossen werden kann. Oh, wie gesagt, bei Nacht ist es ein bisschen einfacher, die ganzen Ziele zu markieren. Weil man dann zum Beispiel auch hier die ganzen Lichtsäulen sieht. So, ein paar Ziele markieren wir uns schon mal, ne? Ist der Götterhain. Und ich weiß auch schon, ihr werdet es richtig genießen, diese Götter zu befreien und sie aus ihrer Verwandlung zu befreien. Das ist so episch, dieses Spiel. Aber wahrscheinlich gehen wir als nächstes erstmal in die DLCs. Beim ersten Mal bin ich von der Insel hier kaum runtergekommen. Damit haben wir den ersten Schnellreisepunkt geschafft.
wir haben jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass wir die Schwingen und so schon haben und dadurch hier an die ganzen Sachen drankommen. Was man im neuen Spiel natürlich noch nicht geschafft hat, aber wie gesagt, wir haben es ja auch einmal durchgespielt. Dann ist das durchaus legitim, sich ein paar Sachen zu holen. Und ehrlich gesagt, ich beneide alle, die es das erste Mal sehen, um die Chance, diese ganzen Gags das erste Mal neu mitzubekommen und es noch nicht erlebt zu haben. Dann müsst ihr es jetzt so vorstellen, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, hat man ja diese Flügel nicht und du stürzt einfach nur jedes Mal ab. Und kannst nicht klettern, weil du keine Ausdauer hast, stürzt die Felsen runter und allein das dauert hier episch lange, ansatzweise auf der Startinsel klarzukommen. Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war, sproßt der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Obwohl, das wird lustig, wenn die Gegner jetzt im Startgebiet schon gelb sind, werden die Kämpfe wahrscheinlich anstrengend. Singe, o Muse, von Hermes, dem Glückbringer, Boten der Götter. Er, der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist.
So. Wie gesagt, in der ersten Folge einfach mal ein bisschen hier die Startinsel nochmal erkunden. Hier gibt es eigentlich so viel abzustauben, dass man noch gar nicht unbedingt zum Götterhain muss, ne? Könnte sich zum Beispiel auch erstmal diese Truhe holen. So, wenn das jetzt der Standard für Gegnerkämpfe wird, dann haben wir echt ein Problem. War der zweite, der tiefrot war, ne? Also, die mit normaler Spielstufe fertig kriegen. Schwierig, aber gut. Da war der Startbereich. Da ist irgendwo die Truhe. Okay. Ein Topf? Den nehme ich mit. Man weiß ja nie. So, da ist die mystische Herausforderung. Das war nämlich auch am Anfang eigentlich nicht möglich, die zu machen. Da Phoenix eigentlich nie genug Energie hatte, um hier lebend rüberzukommen. Komm später wieder. Dieser Bereich der Karte könnte für dich noch zu schwierig sein. Vielleicht kommst du lieber später wieder. Dieser Soldat wird wohl so schnell nicht mehr aufstehen. Vielleicht geriet er in denselben Sturm, der auch Phoenix herbrachte. Bedauerlich. Immerhin ist er am richtigen Ort, dass Hermes seine Seele in die Unterwelt geleiten kann. Lebte er noch, wäre er jetzt zu Stein verwandelt. Phoenix muss erst Opfergaben für ein angemessenes Begräbnis finden. Was? Nein. Phoenix hat schon genug zu tun. Für uns. Lass dich nicht ablenken, Phoenix! Welch edler Held ist bloß gewillt zu sammeln Bänder, Wein und Schild. Ein Opfer, das ihm hilft zu ruhen. Er wollte stets das Beste tun. Die Zeit verrinnt. Ich muss schnell fort. Schmück du sein Grab an diesem Ort. Jemand hat all das in ein Brett geritzt? Wenn er nicht seine ganze Zeit mit Dichten verschwendet hätte, hätte er seinen Freund begraben können. Jetzt muss Phoenix also Bänder, Wein und ein Schild besorgen. Früher gab es sowas nicht. Da haben sich die Helden noch konzentriert. Der schnellste Weg ist nicht immer der von Alpha nach Beta, weißt du? Okay, aber die Amphora habe ich ja schon gefunden.
Deswegen hat er auch gesagt, zu schwer, weil das Ding hier ist nur zu lösen, wenn man schon verdammt viel Energie für den Pfeil gesammelt hat. Und überhaupt die Fähigkeit hat mit dem Lenkpfeil, ne? Die man ja sonst am Anfang des Spiels noch nicht hat. Und jetzt, selbst jetzt hat es so gerade eben geklappt. Eine komische Münze. Mit Charons Zeichen. Die hat Typhon auch geklaut. Charon spart doch für eine Brücke. So, beschafft die drei Opfergaben. Da sind die anderen. Gut. Aber ich denke mal an der Stelle lassen wir es gut sein. Viel Spaß noch mit der Vorfreude und wir gucken mal, wie es mit Phoenix weitergeht. Macht euch einen schönen Tag und bald geht's weiter. Ciao, ciao. Bald.